Ja, aber es nützt nichts. Ich muss. Oh mein Gott, Tempo verringern, Tempo verringern. Ah, das war's. Oh nein! Ja, geil. Hat er. Ja, lol. Ja, perfekt. Perfekt, wir schaffen es noch. Wir kommen mal zurück, ey. Ja. Wir kommen nochmal auf entspannt. Leute, ich sag's euch. Wir haben den einen Versuch eigentlich, ne? Wir haben den einen Versuch. Ich kann eigentlich jetzt hier. Oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Ja? Nur gucken, dass mich nicht überschlägt. Nur gucken, dass mich nicht überschlägt. Oh, bleib stehen, Bruder. Ja! Der repariert sich auch noch, der Flieger. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Ach, ich wüsste schon, wo waren realistische Luftschlachten? Ja, hin und her. 5.0, Bomber und so. Wir probieren es einfach nochmal. Wir probieren es nochmal. Ich will nicht aufgeben. Nee, ich gebe nicht auf. Aufgeben kann ich einen Brief. Jetzt machen wir ganz was anderes. Wir machen jetzt eine neue Taktik. Neue Tactics gibt es jetzt. Schlacht um Tunesien, geile Karte. Erstmal schön eine Trinkpause hier gemacht. So. Gut, los. Wir machen neue Tactics. So. Uns ist es jetzt nämlich egal, wie hoch das wir sind oder was, wir diven da jetzt runter, Alter. Oh, wie weit. Mein Gott, Alter. Ah. Wir diven da jetzt einfach rein. Komm, tschüss. Geh runter, Abfahrt. Wir bauen jetzt 700, 800 km/h auf, keine Ahnung, mir egal. 620, glaube ich, wird schon kritisch, oder? Ich werde so bereuen. Das wird so eine kurze Runde werden, Leute. Unglaublich. Aber wir probieren's. Ja, ich schreibe noch nicht in Geschwindigkeit kritisch. Von dem her kann es nicht so schlimm sein. So. 600 km/h, 610. Oh, das war falsche Taste. Wir wollen runter. 620. Oh. 625. Ah, der Flieger fängt leicht an zu vibrieren. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. So, F7 rein. Da sind wir noch weit weg. Da sind wir noch weit weg. Dann wäre es auf unserer eigenen Linie drauf hier. So. Jetzt mal F7 rein. Ja, wir kommen langsam näher. Zumindest ein Stückchen. So. Ah, 500 km/h, jetzt sind wir noch auf 3000 Meter Höhe. Der Flieger muss sich wieder eventuell stabilisieren, das wäre ganz geil. Hat er sich stabilisiert? Was macht er denn jetzt? Sterbe ich? Stürze ich ab? Ich weiß es nicht. Alter, was passiert hier denn? Was macht mein Flieger denn hier? Beruhig dich mal, Bruder. So. Wir haben komplett abgebremst hier. Ja. Geh doch hoch. So. Nimm doch jetzt hier. Stell dich doch gerade hin hier. So. Wo sind jetzt hier die Bodensiedel? Da hinten sind die Bodensiedel hier. Da eine raus, da eine raus. Da machen wir zwei hin. So, oder so, keine Ahnung, aber meint's mir. Ich höre sie kreischen, die Bomben, schön. Wir sind B17, gut, die juckt's auch nicht anscheinend. So, was ist da noch? Da hinten ist die Base. Turn up the Base, Junge. So. Wie weit ist es jetzt wieder hier? Bin ich überhaupt drauf auf Base? Ja. Ja, da hinten kommen sie auch schon, die Base. Das ist schön, das ist gut. Keine Unregelmäßigkeiten bitte hier. Keine Unregelmäßigkeiten. Hallo, keine Unregelmäßigkeiten. Nein, keine Unregelmäßigkeiten hier, Bruder. Bleib alles so, wie es ist hier. Es ist Obst im Haut. Aber mich schießt irgendwas? Aber das juckt mich nicht. Weil ich habe eine Mission. Oh, meine Heckschütze machen auch mal was. Zur Abwechslung hier. Ja. Bomben raus. Alles raus hier. Bomben aufgebraucht. Wie sieht hier aus? Semi-geil, semi-geil. Oh, jetzt ist hier wieder was flöten gegangen. Hier, ei. Hier kann aber nichts mehr brennen. Hier kann nichts mehr brennen. Ich habe ausgedreht. Nein. Hör auf zu brennen. Hör auf zu brennen.
Ei. Boah, was können meine Flügel über Basis beschädigt? Wow. Was ist das für eine kleine Lobby eigentlich? Für eine Kack-Lobby. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, wir können eigentlich nichts mehr machen, ne? Sind schon wieder out of control hier. Perfekt. So. Die Belohnung geht an. Ja, 751 Punkte. Inshallah. Krass, oder? Heftig. So, ja, das war's. Hangar. Zurück. Perfekt. Perfekt. Könnte man so machen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen ja ein bisschen länger was haben von dem ganzen hier. Die Runde läuft halt auch noch. Aber da haben wir hier freigespielt jetzt hier. 500 Kilogramm Bomben. Könnte ja auch spannend werden, ne? So, wie kann ich die jetzt auswählen hier? Modifikation. Erweitern. Kann auch, was kann ich hier noch mitnehmen? 6x500. Ja, auswählen. Ui. Schön. Turm 6x, was haben wir hier? Gepanzerte Ziele, braucht kein Mensch, nee. Was ist denn hier noch? Warte mal. Was kann ich hier denn noch erforschen hier? Was gibt's hier denn noch? Die 1800er, die 1000er? Okay. Ja gut. Probieren wir's. Rein in die nächste Runde. Abfahrt. Abfahrt. Dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich glaube, ganz ist der Teil hier noch nicht durch jetzt hier. Mit den größeren Bomben könnte ich vielleicht... Habe ich jetzt gesamt mehr... Too slow. Kamtschatka. Okay, let's go. Sieht auch richtig taktisch aus, die Karte. Also, wir haben jetzt 3700... Sehe ich das irgendwo? Ist das hier irgendwo ausgerechnet auch? Nee. Ja, wir haben jetzt mehr Masse mit, ne? 9 Bomben. Ja klar, wir haben mehr Bombenmasse mit. Das ist ja auch schön. Perfekt, wir fliegen da hinten hin. Oder fliegen wir einfach geradeaus. Ich krieg das Teil dann eh wieder nicht gelandet. Also ganz ehrlich, sind wir uns ehrlich, ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich krieg's eh nicht geschissen, Alter. So, ein Einsatzbefehl ist aktiviert. Ja, nice. Schön und danke dafür. Gib mal Drehzahl hier. 4-mal am besten hier. So. Ja, ich flieg einfach straight hin, oder? Da ist halt nur eine Linie der Ziele. Wenn ich schräg versetzt anfliegen würde hier rüber, wäre vielleicht auch ganz nice, oder? Denke ich mir zumindest so. So ein bisschen drehen, so ein bisschen, nur ein kleines bisschen hier rum, so. So, glaube ich, sieht das schon ein bisschen besser aus, oder? Hier haben wir jetzt Höhe, bauen wir noch weiterhin auf. Ich meine, ich kann hier auf Close Quarters eh nichts machen, weil meine Schützen einfach komplett lost sind die ganze Zeit. Ah, mit V kann man auch durchschalten. Jawohl, so war das, genau. Das ist jetzt die eine Kanzel hier. Auch immer das ist, okay. Ist er hier? Er ist Pilot, ne? Augenscheinlich hätte ich fast behauptet, dieser Pilot. So. Da unten eine ganze Straße voller Ziele hier. Also das wäre halt Next Level lohnenswert, ne? Ah, müssen wir jetzt noch ein bisschen... Da müssen wir erst noch mal hinkommen, ne? Was ist denn das versetzt und so? Wo ist denn die Straße voller Ziele? Da ist sie, die Straße voller Ziele.
So, wir fliegen sehr gerade. Müsste eigentlich fast passen, ne? Ah, jetzt eine Bombe gedroppt? Ne, ich habe tatsächlich nichts gedroppt, ne? Lul. Hab wieder reingeschissen, ne? Fuck, Alter. Komm, knall alles raus, was du hast. Komm, Abfahrt. F3 und zurück zur Basis. Wir probieren es mal wieder. Let's go. Yippie. Wo ist die Basis? Da hinten irgendwo. Oh. Speedwarnung, Speedwarnung. Ich sehe jetzt schon. Treffe ich irgendwas? Nee, ne? Oh. Boah, viermal, fünfmal. Wahnsinn. Wahnsinn, man könnte ja glatt meinen, das hat sich ja gelohnt hier. So. Oh, hinten ist das Airfield. Ja. Ich muss halt wieder jetzt hier ziemlich an Höhe verlieren. Das ist halt doof, ne? Das ist halt ärgerlich und nervig mit den Bombern. Ja, aber es nützt nichts. Ich muss. Oh mein Gott, Tempo verringern, Tempo verringern. Ah, oh, das war's. Oh nein! Ja geil! Hat ja. Ja, lol. Ja, perfekt. Perfekt, wir schaffen es noch. Wir kommen mal zurück, ey. Ja. Wir kommen nochmal auf entspannt. Leute, ich sag's euch. Ich hab zwar jetzt keine Flügel mehr und so, aber das braucht ja auch kein Mensch. Ja, das könnte halt for real klappen, ne? Das kann halt for real noch klappen. Leute, ich bin noch voll mobil. Jungs, ich bin noch richtig da. Wir haben den einen Versuch eigentlich, ne? Wir haben den einen Versuch. Ich kann eigentlich jetzt hier... Das wird knapp. Ja? Nur gucken, dass mich nicht überschlägt. Oh, bleib stehen, Bruder. Ja! Der repariert sich auch noch, der Flieger. Ich hab nichts mehr, Alter. Der ist tot. Gelandet, ne? Easy. Easy peasy. Wir kriegen neue Bomben auch noch rein. Schöne Sache. Ey, das kann ja nicht sein, oder? Krass. Gott sei Dank ist mir da die andere Flügelhälfte auch noch weggebrochen. Sonst hätte ich ihn nicht mehr landen können. Aber so mit drei Propellern und so am Start, da kann das schon mal funktionieren. Dauert jetzt nur ein paar Sekunden. Aber das war eine schöne Notlandung. So, Bomben sind nachgeladen. Lol, was war das denn? Ey, danke, Gaijin. Da kannst du dir nicht ausdenken, was da schon wieder passiert ist. Ey, nach einer wahren Begebenheit einfach. Ja, dauert jetzt halt, wie gesagt, noch ein bisschen. Weil, ja. Und wir sind wieder da. Schön. Oh, jetzt spawnen wir hier. Munition nachgeladen, hä? Moment, meine Munition ist vollgeladen, oder? Ja. Hä, bist du dumm? Ah, das war ein Bug, okay. I see, so. Jetzt müssen wir halt der Teil jemals wieder in die Luft bekommen, ne? Höhe 15 Meter, es ist halt komplett buggy. Was ist hier 15 Meter hoch, Alter? Oh, Junge. Oh, holy moly.
36 Punkte mit Abstand letzter, aber war das gerade episch einfach nur. So. Wie viel Speed brauche ich denn, Alter? Kann ich schon abheben hier? 200 km/h. Bruder, so lange ist die Startbahn jetzt auch nicht mehr. Heb jetzt ab, Alter. Ich muss mir das mit den Waffen auswählen, auch noch irgendwie auf eine andere Taste legen. Oh Gott, ja, das ist jetzt halt verheerend, ne? Die werden mich jetzt halt auseinandernehmen, ne? Da kommt schon der erste. Moin! Er will mich, er will mich, er will mich. LOL! Okay, wir haben einen Flieger verloren. Oh, jetzt ist aber hier. Jetzt ist hier aber ganz kritische Masse. Oh mein Gott, das war's, oder? Ah. Uiuiui. Oh Lord. komplett weggeballert, einfach nur. What the fuck, man? Ja, schön. Gut, okay. Ja, ups. Aber das war's. Mit der Runde Warfall der realistische Luftschlachten. Aber wir gucken jetzt mal, haben wir irgendwas noch hier erforscht? Was haben wir hier denn? Wir können ja auch noch ein bisschen aufrüsten, das weiß ich nicht. Ach, Feuerlöschsysteme. 1000 Kilo Bombe. Gehen vorher auf die Kanzelgurte hier. So. Gut, das war's mit der Runde Warfare und der realistische Luftschlachten. Macht's gut, macht's besser. Und jetzt ab 10K. Tschüss.